Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 4, der Danny spielt das mit mir zusammen hier auf dem PC am ersten Weihnachtstag. Ich grüße euch und wünsche weiterhin frohe Weihnachten. Wir sollen unseren Zug hier von Old Peckhammon oder Common ins nach London Paddington bzw. ins Depot fahren und ich würde sagen, wir starten und zwar damit, dass wir unseren Zug eben wenigstens die Lichter anmachen. Das brauchen wir wirklich nicht, aber die Lichter brauchen wir. So, dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Und schalten langsam auf. Ach ja, wir müssen ja noch den Spiel da auf Vorwärts stehen. Generalschlüssel auf 1. So. Jetzt können wir losfahren. Geht's? Bei mehr als 15 dürfen wir erstmal nicht fahren. Hier rot oder? Wir dürfen fahren. Fahren wir auch. Rot, das ist das da vorne. So, in dem Moment hat dann das Signal gewechselt. Vor 15. Das wird sich auch mit Sicherheit nicht mehr ändern. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass wir jetzt hier, wer weiß, wie Geschwindigkeit drauf bekommen. Immerhin.
unserem Depot nach London Paddington. Na, 9.54 Uhr soll man da sein. Ob das noch was wird, steht auf einem anderen Papier. Sofort da. 0,6 Meilen noch. Das könnte sogar noch hinhauen. So, gleich 25. Sofort da. Übrigens, das ist nicht das Depot, das ist der Bahnhof, okay. Das ist jetzt falsch interpretiert. So, das haben wir auch getan. Ach, wir sind nicht angeschlagen. Sehr gut. So, wir werden hier die Türen geöffnet. So, der fährt jetzt gleich weiter, 10.22 Uhr nach Hereford, wie auch immer. Und der zweite fährt dann um 12 Uhr nach Bristol Temple May. Ist auch on time. Und wir sind auch on time. Das ist doch sehr schön. Das heißt, wir haben es pünktlich geschafft, unseren Zug hier abzustellen. Damit haben wir unseren Job erledigt, würde ich sagen. Sollen jetzt die Türen verriegeln, das tun wir. Hätte ich gerne noch gesehen. So, wir haben ein wenig die Geschwindigkeit überschritten von 130 Punkte abgezogen bekommen, aber trotzdem haben wir Diamant erhalten. Ja, Diamanten-Medaille. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Gebraucht haben wir für das ganze Szenario 9 Minuten 3 Sekunden. Gibt so ein etwas kurzes Szenario, aber wie gesagt, es ist noch Weihnachten und ich bin froh, dass ich überhaupt Zeit habe, euch ein Video zu zeigen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restweihnachten. Habt einen schönen zweiten Weihnachtstagmorgen. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer Danny Spieters. Macht's gut. Bleibt gesund, habe ich schon gesagt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von diesem DLC ganz persönlich oder ganz allgemein, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Danny Spieters. Ciao, servus und tschüss. Bye. Bye.